So, wir sind wieder zurück in Mumbus Mountain. Jetzt gehen wir mal rein, jetzt zeige ich euch endlich, für was die Totenköpfe da sind. Oder Totenköpfe, was heißt Totenköpfe? Ja, diese komischen Schädel, die wir sammeln müssen. So, jetzt erstmal den Vogel wieder hochrennen. Kann das so am schnellsten zunehmen. So, jetzt ist wieder alles aufgebaut. Wir haben jetzt auch wieder keine Noten, weil wir rausgegangen sind. Sobald wir aus dem Level rausgehen, kriegen wir auch die Noten nicht mehr. Oder, was heißt die Noten nicht mehr, sondern wir haben sie einfach da nicht mehr. Ah, Banjo hat viele Token. Stehe auf den Totenkopf und drücke X. Und mächtiger Mumbo. Ach, keine Ahnung, was er mit mir treibt. Ist egal. Hier nix. So, jetzt sind wir auch eine kleine Spider. Erfolge, Mumbo, Jumbo. Okay, gut, wir haben neuen Erfolg. Ihr seht, nächsten 10 Punkte. Und das ist schon in der zweiten Folge. Wir haben schon 20 Punkte von 200. Also, wir sind jetzt extrem verwundbar. Ihr seht, wo ist der? So, jetzt gehen wir hier rein. Dann holen wir hier den letzten Ding. Das Schöne an der Spinne ist, sie kann einfach super gut an Wänden laufen. Ihr seht es schon. Aber trotz, dass sie gut... Okay, welche coolen Shorts auch immer. Ja, nämlich unser Problem ist, hier gibt es nämlich auch noch Noten, die wir alle haben müssen. Ihr seht, hier wird die ganze Geschichte noch steiler. Also hier hätte Katsui echt keine Chance mehr hochzukommen. Hat er ja unten noch nicht mehr gehabt. So, jetzt wird es noch steiler, die ganze Geschichte. Und raus. Wir sind hier hochgekommen für einen lausischen. Genauso ist das Leben, ernsthaft. Nein, wir haben jetzt 6 Leben, das ist cool. Jetzt sollen wir bloß runterfallen. Das ist fall mal runter. Nein, hier oben ist das 10. Puzzleteil. Das heißt, dasselbe ist. Complete. Also, von den Dingen her. Das Schöne ist, wir brauchen jetzt einfach nicht innen drin rum, sondern können jetzt so. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Noten erst zu sammeln. Was ist auch bevorzugt? Okay, ich muss irgendwie feststellen, dass ich doch nicht ganz so wahres Rad irgendwie. Was ist los? Es ist richtig cool, die Noten werden gespeichert. Also früher habe ich im Kopf gehabt, dass die nicht gespeichert werden. Das steht schon vorne. Aber wenn es so ist, nicht im Spiel, in der überarbeiteten Version, von Rare selber natürlich, freue ich mich natürlich umso mehr darüber, dass ich nicht alle noch einmal sammeln muss. So. Jetzt haben wir hier alles. Da brauchen wir nicht hin. Oh Gott, was fehlt denn jetzt noch? Ah, da. Am anderen. Moi! Ach komm, das ist doch unfair, oder? Leute. Nein. Also, eine Sache, die echt unlogisch ist, dass eine Spinne unter Wasser laufen kann. Egal, uns zum Vorteil, das heißt, wir können viel, viel leichter hier unten die 6 Noten holen. Hier oben drauf die Noten haben wir schon. Das heißt, uns fehlen nur noch ganz wenige Noten. Oder? Ja, noch 19 Noten, die werden wir jetzt ganz schnell holen. Die Jumbo, die Jinjos haben wir schon. Also brauchen wir nicht holen. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ich mach's jetzt nur einmal. 8 Stück, 6 Stück finden wir direkt hier. Stopp. So. Das heißt, es fehlen 2 Noten. Wir müssen jetzt im gesamten Level suchen, dass wir sie kriegen. Ernst.
Oben finden sie eine Honigfarbe. Auch die meisten bekannter Trick. So, das heißt, uns fehlen echt zwei Noten. Wo sind die? Wir haben den Vorteil, wir können meistens über die Welt schauen und gucken, wo es uns fehlen. Ich gehe davon aus, dass er in diesem einen Haus drin ist. Das werden wir so schnell erledigen. Ansonsten müsste ich außerhalb mal passen. Dann wüsste ich nicht, wo die Noten sind. Ah, auch das. Mann. Wir brauchen sie leider noch nicht. Ich muss noch ein Bento-Kazooie. Mal gucken. Weil wenn wir das haben, dann haben wir das auch hinter uns. Weil Noten sind für später ganz, ganz wichtig. Werdet ihr auch noch gleich sehen. Nein. Das wäre jetzt die einzigste logische Erklärung für mich, wo die Noten sein könnten. Okay, ich glaube. Das ist ein bisschen. So, das ging mir nicht weiter auf den Kopf gehen. So. Okay, damit haben wir jetzt ein kleineres Problem. Schießen wir mal den einen weg. Ich glaube, noch einen. Nein, noch nicht. So, mit dem geht's aber nicht. Genau. Dann haben wir auch die zweite Barbe auf diesem Level. Da haben wir gesagt, zwei Stück pro Level gibt es. Ah, da. Da sind sie doch. Ich meine. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Also, wir kriegen jetzt nur dafür, dass wir 100 Noten gesammelt haben. Applaus. Echt. Super hinterklicken. Aber, wie gesagt, das ist absolut nicht schwer. So, jetzt haben wir uns wieder die Spider geholt. So, jetzt haben wir die einmal. Wenn wir genug brauchen. So. Wir werden uns dann später noch ein anderes Tier verwandeln. Das wird auch ganz witzig sein. Zeige ich aber gleich, was wir die Spinnen noch brauchen. Ja. Gehen wir da aufs Feld nach draußen. Und das, was Kazooie vorhin nicht geschafft hat, schafft aber die Spinne wunderbar. Das heißt, wir haben hier draußen ein zweites Puzzleteil und haben somit Mumbus Mountain komplett beendet. Jetzt gehen wir auch hier wieder raus auf Mumbus Mountain. Ja, ich weiß. Wir wollen auch zurück. Weil ich keine Lust habe, im Tempel nochmal zurückzurennen. So, jetzt gehen wir. Hier ist übrigens die Gundela. So, jetzt sind wir hier. Holen wir uns mal die Waren, auch wenn wir das nicht brauchen. So, das ist der Maulwurf. Diese Tür hat Grundhilda mit einem Stiegstauber versiegelt. Mach sie auf, bitte! Sie sei nicht so frech. Um die Tür zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten. Ach ja, komm. Ihr seht, ich habe ein wenig vorgearbeitet. Ich habe 100 Noten, kann somit jetzt auch einfach die Tür aufmachen. Alles klar. So, wir sind jetzt in der nächsten Welt. Jetzt gibt es mehrere Lösungen. Wir können hier rein. Nein, wir können glaube ich nicht hier rein. Später ist hier oben noch. Also, ich probier's mal. Da oben ist noch eins. Da unten ist ein Kessel. Und der kriegt jetzt erstmal was zu hören. Ja. Mag keine Gegner. Fertig. Na, das, und hier oben. Mal gucken, was wir brauchen. Gehen wir mal weiter. Da gibt's auch noch ein paar Sachen.
Genau, da ist noch. Da oben, ihr seht, 180 Noten brauchen wir als nächstes. Interessiert mich aber jetzt aktuell nicht, weil wir erstmal die anderen Levels jetzt machen müssen. So, wir werden jetzt in dieses Level hier reingehen. Sollen wir? Eins. Raus, rein, raus, rein. Egal, wir machen es fertig. Treasure Trove. Keine Ahnung, wie es heißt. Ne? Treasure Trove Cove. Ja, warte mal. Das war so. Also, wir haben jetzt einfach irgendwo das Bild geöffnet. Und müssen jetzt erstmal das Ding suchen. Jetzt gehen wir hier rein. Hier gibt es nämlich mehrere Sachen. Was ganz cool ist. Wir können sogar hier oben rein. Zeige ich euch das mal ganz kurz. Das wird uns aber noch nichts bringen, weil einfach die Map noch nicht offen ist dafür. Hier werden wir später auch noch hin müssen. Da drüben machen wir offen, da oben ist ein Ickerbocker. Und da oben müssen wir auch hin, die roten Federn, die werden wir später noch holen. Genau, die goldenen Federn, die wir einfach brauchen für Sachen, die wir jetzt dann auch gleich noch sehen werden. Du kannst mich mal, weg bin ich. So, jetzt gehen wir zu Treasure Trove, Dingo. Keine Ahnung, wie es ist. Das ist es. Hinten war Marx, außerdem noch was. Nein, war nicht. Wir kommen aber später nochmal hier raus, das werdet ihr gleich sehen. Wir müssen jetzt erstmal fliegen lernen und alles. Fliegen, goldener Schild. Gibt noch ein paar Sachen, die wir lernen müssen. So. Wir machen es natürlich gleich intelligent. Okay, yes. Das ist mir egal, das vorerst. Das ist mir auch egal. Das ist mir auch egal, auch egal. Um dieses Level gab es so viele Sagen. Das ist wirklich abnormal. Ich bin eine rote Feder. Wenn Kazooie das Fliegen gelernt hat, wäre ich ja dabei. Ja. So, jetzt werden wir noch fliegen. Das ist faszinierend. Das ist ein Vogel, der kann die ganze Zeit noch nicht fliegen, bis wir hierher gekommen sind. So, ihr seht, hinten dran ist es das Portal fürs Fliegen. Freigeschalten. Das heißt, wir können jetzt einfach ganz gemütlich fliegen. Das sollte man natürlich nicht tun. Habe ich total vergessen. Werden wir aber später noch machen. Da ist auch der Ickerbocker, den wir gleich holen. Da unten ist noch einer. Wie gesagt, hier in dieser Welt soll es eigentlich einen Typen geben, der uns fahren will gegen irgendwas. Aber es hat bis heute noch keiner mir wirklich beweisen können, dass das so ist. So. Das machen wir natürlich. Wir gehen dann nach oben. Also wir sind jetzt direkt auf dem Leuchtturm. Hier oben ist auch ein Jinjo, wie ihr seht. Da unten noch die Schnecke. So, wir haben den ersten Jinjo. Dann werden wir mal hochgehen und das erste Puzzleteil hier holen. Da gibt es dann die Abkürzung. Hier gibt es Noten. So, wir stehen vor verschlossener Tür. Jetzt machen wir erstmal das da. Jetzt ist draußen das Puzzleteil hier. Jetzt steht es nämlich da oben. Müssen wir später holen. So, um die Tür einfach aufzumachen. Ganz simpel. Bumm! Ickerbocker. Jetzt sind wir hier oben. Wir können auch die Noten noch holen. Jetzt haben wir ein Problem. Ich war zu voreilig. Komm nicht ans Puzzleteil dran. Super! Ihr seht. Ich probiere mal weg. Okay. Funktioniert gar nicht. Okay, damit habe ich einen Fehler gemacht. Au. So, wir werden trotzdem noch ein Stück weiter nach unten gehen. Die würde uns jetzt blatt machen. Aber wir wollten ja nur das Puzzleteil haben.
So, das war mal der Trick. Das ist der nächste Jinjo. Ich weiß, ich gehe sehr planlos momentan vor, aber es geht nicht anders. Au! Dann machen wir hier auf. Hier werden die 100 Noten auch nicht gerade wirklich freundlich sein. Die meisten werden wir nicht. Aber wir haben schon ein 5 Namen auf jeden Fall schon. Auf, 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 auf. Hier unten sind Federn, unten die Gambocker. Alles Sachen, die wir jetzt noch brauchen. Ja, wenn ich sie überhaupt treffen würde. Ach, oh, komm, jetzt haben wir noch den Scheiß ein. So, jetzt gehen wir den Igambokam holen. Die letzte Fitness. Ihr seht auch, seit ich haben wir neben. Ihr seht, der will uns jagen. Was uns aber relativ herzlich wenig interessiert. Wir machen was ganz Cooles. Putsch! Haben sie aber. Ist egal, was die labern. Geht nur darum, dass er uns nicht mag. Wir mögen ihn nicht. Deswegen hauen wir auf die Schnauze. Boom. So, er geht mir gerade tierisch auf den Sack wieder. Ach, geht, jetzt macht er glaube ich, dass ich schlafen kann endlich. Ich bin doch so blöd. Ach komm, was gibt denn hier? Geht doch gar nicht. Ach, hier geht's aber. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Ist das ein Spiel für euch? Ach komm, gib Ruhe, Alter. Nur weil es immer nicht funktioniert hat, oder was, hä? Komm, gib Ruhe. Ach! Zum ersten Mal verkackt, das geht's dann. Das ist schon der zweite Folge. Leute, das kann kein gutes. So, da ist Erfolg. Schlag den Lipper K.O. Ha! Das gibt's da nicht. Weil hier sind auch wieder noch drin gebrauchen. Aber das gibt's doch nicht mehr. Ja, wir müssen jetzt ewig mal im Kreis hier rennen. Das sind wir, das sind wir, das sind wir. Au. Au, Klammer. Bum, bum, hier, komm. Gibt euer Innerleben frei. Ach, ernsthaft? So, jetzt. Komm, das war der Puzzleteil. Moin, ja. Heute brauche ich lange. So, jetzt machen wir mal. Eieiei, komm, Kamera. So, jetzt machen wir schon die Schätze für den lieben Typ da. Also, ich weiß,
Normalerweise müssen wir erst mit ihm reden, wegen den Schätzen, das wiederholen. Aber nachdem ich mich schon damit auskenne, seht, das ist der erste. So, ihr seht, das war Schatz Nummer 1. Raus hier. Wir haben ja nicht genug Luft. Um das zu erklären, wie gesagt, ich habe das Spiel damals durchgespielt, von daher weiß ich noch 90% der Sachen, wo sie sind. Also ich habe keine Vorlage oder so. Dann spiele ich es einfach, weil es mir gefallen hat, das Spiel. Da ist auch ein Ickerbocker. Mal wieder. Der Vorteil ist, also wir hätten auch drüben rausgucken können, um Luft zu holen, aber wir haben eigentlich so lange Zeit. So, wir haben jetzt die beiden Schätze auf dem hier rausgefischt. Raus. So, das ist einfach. So. Jetzt sind wir dem einen Gespräch auf den Weg gegangen. Wie gesagt, ich werde es hier ein bisschen durchcrashen, weil ich einfach keine Lust habe, mich mit dem Spiel extrem lang zu beschäftigen. Wie gesagt, beim Tutorial wird weitaus länger gehen, weil ich einfach alles erkunden muss. So, jetzt haben wir noch den Ika. So, jetzt haben wir das. So, super. War zwar überhaupt nicht beabsichtigt, aber cool. So, jetzt haben wir das nächste. Wie gesagt, in einer dieser Inseln, die ihr hier seht, soll angeblich unten drin ein Ickerbocker-Typ sein. Aber ich habe ihn heute noch nie gefunden. Aber wie gesagt, ich werde es in Erfahrung kriegen, ob es das tatsächlich so gibt. Wenn ja, dann werde ich euch das natürlich noch zeigen. Ja. Da ist auch ein Ginger, den wir brauchen. Noch überall Noten. Wunderbar, das waren alle Moves. Okay, wir haben jetzt die Moves gelernt. Ich zeige euch mal direkt hier an der Plattform. Gibt dem schon Ikan Bock ab. Nein, wir müssen Katsui benutzen. Wir können doch abbrechen, das ist der Vorteil. Wir können auch direkt danach sogar. Ich glaube, fliegen. Ja, genau. Wir müssen es aber noch hier rüber. Also, das war jetzt mehr Glück wie Verstand. Ihr seht, das kann man gut abkürzen, die ganzen Geschichten hier. So, damit haben wir. So, jetzt könnten wir auch rein theoretisch wieder auf den Leuchtturm hochgehen. Ich glaube, das werden wir jetzt sogar machen. Ja, wir nehmen den Punkt. Vorteil ist, wir haben genug Federn. Wir können es einfach. Hätten wir vorhin auch schon machen können, einfach. Und damit haben wir das nächste. Wir haben 10 wegen 14. Au. Das war jetzt natürlich sehr hochintelligent von mir. Da müssen wir übrigens hin. Ihr werdet gleich sehen, warum das hier bildet. Das hat wehgetan. Junge, Junge, Junge. Das war echt ungesund. Okay, das ist cool. Wo kommt der hier nicht? Cool. Stehen geblieben. Wenn nicht wieder. Gib die jetzt her. Ich zeig's euch jetzt nicht, was es hier noch Witziges gibt. Weil ich einfach nur noch zwei Leben habe. Ich muss sie erst auffüllen.
Und sobald ich die aber aufgefüllt habe, dann werde ich vielleicht mal hier noch ganz witzige Kids. Außer ich falle mit Sterns, was? Ich sehe das noch so. Das hoffe ich natürlich. Ah, cool. Da ist noch ein extra Leben. Das können wir wieder gebrauchen. Es ist zu empfehlen, zum Schluss wirklich sehr, sehr viele Leben zu behalten. So, wir müssen jetzt hier rum. Wenn man hier runter guckt, ist auch noch irgendwas Verstecktes hier in dieser... Hier genau, hier drin. Normal konnte man auch mal irgendwie schneller fliegen, aber ich weiß nicht mehr wie. Okay, das ist einfach immer noch dämlich von mir. Ich weiß nicht, warum ich es nicht verstehen kann. Aber wir haben einen Vorteil, hier ist eine Honigwabe, die wir mal einfach haben. So. Jetzt machen wir mal hier weiter. Machen wir jetzt mal eine Ding noch nach der anderen. Also, um es zu erklären, was wir hier gerade treiben, wir müssen einfach diese Kreuze folgen und dann mit einer Arschbombe besiegen. Ich weiß es natürlich erst hier. Dann gehen wir hier mit. Wir haben hier auch schöne Federn. Da ist wieder so eine komische Insel, wie gesagt. Ich glaube. Da wird man als Krabbe oder sowas verwandelt hier. Dann. Aber habe ich noch nie ausprobieren können. Was ich sehr, sehr schade finde. Das machen wir uns natürlich einfach. So sieht das sehr geschickt aus. Hallo. Das ist auch ganz witzig hier. Moment. Jetzt sind wir wieder gesund. Jetzt müsst ihr auch gleich kommen. Ah, dann zeige ich euch das. Schaut, es gibt sogar Lei. Ja, noch gerne eine freundliche Gruppe, meine ich. Da ist die Liste. Ach, jetzt. So. Ach, die müssen wir kaputt machen. Unser nächstes dritten Teil. So. Jetzt weiß ich. Jetzt ist er noch irgendwo. Komm, geh mit dem Kabel. So. Da hole ich noch ein dritten Teil, wo ich weiß. Wo ich auf jeden Fall weiß, wie es geht. Nämlich hier drin ist noch ein dritten Teil. Ach komm. Also ihr seht, der Hai ist eigentlich überall. Wunder mich dann, dass ich vorhin nicht gekommen bin. Auf ein neues Mal. Die Musik wird auch extrem bedrohlich gedrückt. Das hat auch ein Mist. Kamera umgehen. So. Ich muss recht entfernen. Ihr seht, hat geklappt. War aber fast. Wir wollen natürlich einen Giga Bock am haben. Ist aber egal, weil ich es aus dem Level noch raus möchte, um zu fighten. Ah, guck mal, den nehmen wir noch direkt mit, den Inka bekommen. Der Rest auch nicht mehr. Auch noch raus aus dem Level. Ihr seht da unten auch noch Jinjo. Jinjos müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Das weiß ich. So, damit ist das Level gespeichert. Und in der nächsten Folge
geht's dann weiter. Nee.